gibt so zwei Strophen von Al-Imam al-Mizzi, die die Wichtigkeit der Wiederholung des Wissens preisgeben. Al-Imam al-Mizzi war ein Hadith-Gelehrter, seine Frau ebenfalls, Koran-Gelehrtin, eine bekannte Gelehrtin des Koran. Al-Mizzi ist der Sheikh von Ibn Kathir. Ibn Kathir sagt euch was, ne? Er sagte in zwei Strophen, er sagte, man haza al-ilma wa dhakarahu, sa'ida al-dunyahu wa akhiratu. Wer das Wissen ergattert und es wiederholt, dhakarahu, es studiert und wiederholt und lernt, sa'ida al-dunyahu wa akhiratu. Der wird mit dessen Leben im Dies und Jenseits wird mit Glück bereichert sein. Dann nennt er den Nutzen des Wiederholens vom Wissen. Was ist der Nutzen davon? Er vergleicht das, metaphorisch sagt er. Er sagt, فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَةً فَحَيَاتُ الْعِلْمِ مُذَاكَرَةُ. So bleibe dran dabei, das Wissen zu wiederholen. Denn das Wiederholen des Wissens ist das Beleben davon. Das heißt, wiederholst du es, hältst du es im Leben. Das einmalige Anhören vom Wissen, damit wirst du weder etwas beleben, es ist sowieso schon tot. Ja? Wisst ihr warum? Es ist ganz offensichtlich. Wenn du in einer Stunde 10.000 Wörter hörst, du wirst dir die Dinge nicht behalten können. Schon nach einigen Stunden ist ein Großteil vergessen und das bisschen, was geblieben ist, ist spätestens nach einer Woche wieder vergessen. Und deswegen, Dinge, die man durch bloßes Hören, die Wahrscheinlichkeit, sich etwas durch bloßes Hören zu behalten, ist sehr, sehr, sehr gering. Ich glaube, 20 bis 30%, sagen sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das behält.